Hi. Hallo. Achso, hallo. Kann jeder was sagen? Mal gucken, ob ich irgendwen lauter oder leiser stellen muss. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Hi. Wir sind zurück in Lethal Company. Ist sehr hilfreich, wenn man einfach nur Hallo sagt. Und wir haben Unterstützung dabei. Okay, es passt. Hallo. Hi. Da ist er. Ach so, ich bin ja die Unterstützung. Der Hi. Mit dem Zylinder. Bist du ein Minion? Salutieren. So. Du bist verdammtes Minion. Ich bin Minion, ja. Ich bin euer Minion heute. Oh nein, verdammt, ich bereue es. Wie frech du bist. Wir haben ein paar Mods installiert und. Zombie, du lädst es auch hoch, oder? Ja. Dann sollst du vielleicht kurz drüber gehen, wer wir sind. ich kurz, glaub, kurz vorstellen. Hi. Okay, das ist Moggy mit dem Kanal Mythos of Gaming und Mythos of Playing und Mythos of Streaming und Mythos of bestimmt noch mehr. Das ist My Flashware. Hi, hallo, hier. Das ist Fulltime. Ich sehe es ja nicht ganz. Volime. Und Maeve ist weg. Okay, dann gehen wir einfach raus. Okay. Let's go. So, alles gut. Taschenlampen. Ist immer ein guter Tag, wenn man sich vor der Begrüßung drücken kann. Taschenlampen. Du müsst jetzt die Taschenlampen wiederholen. Ich bin übrigens mein Flash, aber ihr könnt mich auch Johnny nennen. Ich bin mir so sicher. Oder Jonathan. Ich werde sehr viel Johnny genannt werden für die Zombie-Zuschauer. Jonathan. Ihr müsst übrigens unbedingt Zombie sagen statt Zombie, weil sonst explodieren meine Zuschauer irgendwie. Ich hab doch gerade nicht Zombie, ich hab nicht Zombie gesagt, oder? Keine Ahnung, ich war nur vor. Mich doch nicht mal. Zombie. So ist richtig. Es geht alles. Jawohl. Wie geht's bei dir? Weil du so ein Bay bist. Ja, richtig Bay. Jonathan, geht's? Ich hab's. Mit F kann ich's auf meine Schulter tun. Stark. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Patch kam, aber das Weihnachtsupdate noch nicht weg ist? Das stimmt. Den spreche ich wieder. Das lass sie noch drin. Fully? May? Ja, Fully. Johnny. Ach, das ist gar nicht das Weihnachtsupdate. Das ist das Ice-Truck-Lied. Ja. Das Weihnachtslied ist jetzt weg. Das war kein Weihnachtslied mehr, das waren nur noch die ähnlichen Instrumente. Das hatte aber es war genauso nervig. Es war so wie du. Das ist gut. Und du bist also unser Chef, wie ich sehe. Stimmt, ich bin Rang Boss oder so, ne? Du hast einen ja, dann was tun wir hier? Hier Employee und Boss drunter. Boah, das genau, ist da Respekt, drauf. Respekt muss ich sagen, auf jeden dass Fall. Dass du Part-Timer bist. was bist du, Maeve? Du bist Intern. Oh. Ja, das ändert sich bei mir immer. Manchmal bin ich auch Boss. So. Manchmal. Bestimmt. Dann, okay, dann gehen wir mal los. Morgen sind also noch die Noobs. Nutzen wir den Tag, sehr oder? Gut. Ja, okay. Nee, Johnny ist niedriger vom Rang. Part-Timer. Ich bin aber Fulltimer. Wir kenne ich noch nicht. Hui. Ja, ich bin heute dabei. Ist das Fallschaden eine Sache in dem Spiel? Mhm. Ja. Oh. Also mir tat's nicht weh. Es? Mir geht's gut. Das ist schön. Ja, oder? Es freut mich wirklich. Wirklich gut zu hören, dass es dir gut geht, Jonathan. Okay. Habe ich gemerkt, dass wir ein paar Mods haben? Wenn nicht, dann wir haben welche. Wir haben ein paar. Ja, Mods. Also nächste Runde bleibe ich im Schiff. Ich sag, wie es ist. Dann sterbe ich nicht und ich kann euch helfen, Türen zu öffnen und Minen zu entschärfen und Schiff. Was? Was ist eingesperrt? Darf ich wieder raus? Wait. Au. Das ist mir auch mal passiert. Warte mal, du hast mich eingesperrt damals, ne? Oh, der Raum ist neu. Ich weiß nicht. Schlüssel! Stark. Ich würde sagen, den Raum kenne ich nicht. Schon mal nicht schlecht. Content. Wie war das nochmal mit diesen Lüftungsschächten? Da konnte man doch irgendwas mit machen. Achtung, wir sind. Oh Gott! Oh! Ja. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, so, dass die gestorben sind. Ich will keine Angst machen, aber. Maeve lebt noch. Die leben noch, also kann es nicht so schlimm sein. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ihr jetzt nicht mehr alle orange seid. Hast du die gerade weggetreten? Nee, ich bin nur hingelegt. Das sah so seltsam aus gerade bei mir. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinlegen soll. Oh, so traurig. Ich lege ihn in den neuen Raum. Nein, leg ihn doch nach draußen, damit wir ihn ins Schiff zurückbringen können. Wir haben noch Okay. Wir haben noch keinen Teleporter. Hier ist eine Kante, du kannst ihn runterwerfen. Ich werde ihn nicht runterwerfen. Danach habe ich ihn gesucht. Warte, wo war denn der? Achso, ein Geschütz hat ihn umgebracht. Das Geschütz ist da, wo es Blut geworden ist. Warte mal, jetzt kurz schon. Ja. Warte mal, ich warte. Jungs! Moggy ist ganz woanders. Der hat schon wieder. Der vergreift sich schon wieder am Bier. Okay, ich muss zurück. Ist hier noch was? Lauf ich jetzt auch in den. Oh Gott, die Taschenlampe bringt nichts.
Wie habe ich mich denn instant so verlaufen? Ich weiß gar nicht, wo wir reingekommen sind. Hey Johnny, hilf mir mal raus. Ja, würde ich gerne. Ich suche auch den Ausgang. Das ist lustig, ich habe einen Kasten in der Hand und du eine Flasche. Oh Gott. Kein Respekt vor den Toten. Achtung, ist geschützt. Oh! Ja, genau, da ist es passiert. Wo sind wir denn reingelaufen? Moggi? Ich hab Laserpointer. Ich muss den Kasten ab. Oh Gott, du erschreckst mich mit dem Laserpointer. Ich Johnny, dachte, du bist. Johnny, doch. Wohin soll ich kommen? Guck dir mal, ich hab's ausgemacht. Stark. Guck dir mal den Hintern an von Fully. Was? Wie soll denn der Hintern von Fully? Also, ich seh's halt nicht. Kann ich's auch sehen irgendwie? Ich kann ihn kurz in die Hand nehmen. Wie lege ich das ab? Also wenn ich das dann warte mal einen Platz, dann gib mir doch mal mit. Ich mach mal Licht. Geiler Licht. Wieso? Dieser Fully mal wieder. Finden wir den Ausgang noch? Oder? Leg mal noch mal hin, bitte. Leg mal noch mal hin. Verdammte Scheiße! Stimmt! Oh Gott, wir haben jetzt so viel! Ich würde ihn gerne in den Backrooms liegen lassen, aber das können wir auch nicht machen. Ist hier der Ausgang? Nein. Ich denke gerade die ganze Zeit, hier ist ein Geschütz. Ja, der Laserpointer hat mich schon so verjagt. Schütt mal gleich mal den aus. Warte mal, Zombies ist einer von den neuen Räumen? Ja, das ist ein neuer Raum. Das sollte ein paar neue Variationen jetzt drin sein. Was ist denn meine Taschenlampe so scheiße? Achtung, hier ist ein Die ist schon leer. Achtung. Ach du Scheiße. Also so ein Loot Goblin. Ja. Ich würde das kühle Blonde eigentlich ganz gerne nach Hause bringen. Einfach zu sehen, ist lustig. Oh Jesus Christ. Nicht dahin, das ist das Geschütz. Das ist das Geschütz, Mann. Warte, wir warten einfach, bis es fertig ist. Wir warten, bis es geschossen hat. Es ist fertig. Jungs, ich bin am Ausgang! Ich werfe den Teilzeit-Gamer raus. Es ist wirklich fertig. Oh. Scheiße, das hätte ich nicht tun sollen! Nein! Da war ja sogar eine Sackgasse, das hat ja gar nichts gebracht. Fickte Scheiße. Maeve, kannst du mich... Ah nee, Maeve ist tot. So, jetzt wird Cash. Haben wir Maeve verloren oder was? Nicht nur Maeve. Es kann sein, dass alle tot sind aus Haus. Ich dachte, hinterm Geschütz könnte es noch weitergehen. Hier ist noch das ist eine Sackgasse. Ja. Oh wait, ich höre die anderen toten Jungs nicht. Was will ich mir den ganzen Schlüssel? Das Geschütz kann jetzt eine Drohne rufen. Maeve? Ja. Oh, jetzt höre ich das. Schlüsselbund quasi. Ich dachte, ihr redet. Ja, die sind doch. Weil das Geschütz kann eine Drohne rufen, viel leiser als ja. die Ja, stimmt. Das die Toten sind jetzt viel zu leise. Nein, alles gut. Hier, ich habe was für dich, was Geld wert ist, außer Schlüssel. Ja, kann man nicht einzeln einstellen. Guter alter Motor. Ja. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas gefunden? Ich hatte einen Kasten. Die beiden waren erfolgreich unterwegs. Den Kasten hatte ich leider. Was ist mein Gedöns? Ich hab irgendwas gehört, lass mal rausgehen. Ich war so kurz vorm Ausgang. Also, warum habe ich mich mit einem Geschütz angelegt? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das war meine Frage, ob du meinen Rubikswürfel gelöst hast. Das war nicht die Frage, die ich gehört hatte. Habe ich nicht, tatsächlich. Ich habe es immer probiert, aber... Ja. Ich habe es sogar im Projekt schon gemacht. Die da unten mal liegen. Du musst wohl vom Wind runtergewürfelt. In der Johnny POV habe ich in Liffy Company den Zauberwürfel gelöst, aber ich bin nicht schnell. Ja, wobei es ist 7 PM. Ich glaube, ich werde mal meinen Müll ziehen. Ja, schon so spät. Ich nehme ein Skelett mit. Ich habe ein bisschen Zeit verschwendet. Oh mein Gott. Statement. Oh. Oha. Oh, Scheiße. Moggy ist gleich bei uns. Alter. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wenn das Monster da ist. Ja, nichts sagen halt. Aber wir schauen einfach, was Zombie macht, okay. Ich fand's lustig, wie du angefangen hast zu lachen in der Kamera. Man muss echt ruhig sein, ja? Dann... Krass. Sowas kann ich ja nicht, ne? Okay. Ruhig sein, das wird mir nicht passieren. Und sonst so? Okay, also ich hab's Gefühl, in Zombies Part kommen wir als die größten Sullis jetzt rüber. Einfach alle gestorben. Ja. Sind wir auch. Oh, ich bin ziemlicher Dulli, muss ich sagen. Wie steht's denn um die Crew?
Mhm. Er ist nicht umsonst der Boss. Bist du nicht? Der VIP-Employee-Boss. Sieht auch nicht aus. Tot? Was sagst du nicht? Ja, okay, ich flieg los. Achso. Ach, 43 Dollar, 42 Dollar. Oh Gott, es wird so viel Strafe kosten. Was Spaß mit euch. Hey, er wollte dabei sein, okay? Er hat sich an uns rangeheftet. Das ist sehr eng. Ja. Oh nein, oh Gott, man kann Perspektiven einnehmen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Tot, lebendig, tot. Und tot. Tot. Okay, da steht wenigstens, was ich falsch gemacht habe. Ein mechanisches Keyboard hast du benutzt. Hallo. Hi. Okay, hi. Ich habe also gelernt, wenn der Hund kommt, dann muss ich ruhig sein. Ja, und ich sollte nicht... Der Hund kommt bitte anders. Jetzt verstehe ich den Witz mit, mit der mechanischen Tastatur, weil du so laut warst. Ja, und ich sollte wirklich nicht versuchen, ein Geschütz einfach zu besiegen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was ich versuche. Ich kam um eine Ecke, Zombie hat ich bin gesagt, Vorsicht, gerannt. Und auf einmal kamen Kugeln in mein Gesicht. Und ich saß da und dachte mir, cool. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen professionellen ersten Eindruck jetzt bei Zombie hinterlassen. Ja. Perfekt. Soll ich die nächste Runde in meinem Schiff bleiben und ein bisschen... Ah nee, wir brauchen da erst Walkie-Talkies für, ne? Wir müssen ja, erst ohne Walkie-Talkies ist ja schwierig. Okay. Wir haben noch Haben wir Geld? Nee. Scheiße, wir haben nicht mal mehr Licht. Eine Taschenlampe haben wir. Hier. Was hat's damit auf sich, dass bei mir Escape in dem Spiel nicht funktioniert? Das ist meine. Du musst einmal raus und reintappen. Au. Zack. Feuer jetzt. Mhm. Was denn? Was? Ich wollte mich Zombie noch ein Stück weit lauter machen. Danke. Stell ich mich hier nochmal leiser? Ich glaube auch. Dann muss er dich wieder umstellen. So, wo gehen wir jetzt hin? Experimentation? Ja, ist der einzige ohne... Ich glaube, den Laserpointer mitzunehmen ist nicht so hilfreich, wie ich zunächst dachte. Nee. Den Laserpointer habe ich noch nie verstanden. Den, wie werf ich den nur Geld. Mit dem Laserpointer habt ihr auch mir nicht ins Gesicht geleuchtet. Man sieht den eigentlich gar nicht richtig. Man sieht den nur so an der Wand. Ja, wenn wir dir mit dem ins Gesicht leuchtet, dann siehst du gar nichts mehr. Ich sehe Bienen. Das stimmt nicht. Elektrische Bienen. Warum fliegen die einfach rum? Oh mein Gott, Hilfe. Die haben Bock. Doch, hier vorne ist das Nest. Die haben jetzt schon Bock. Wer holt das Nest? Das Nest brauchen wir nicht. Komm, Morgi, wir gehen einfach los. Ja, da hat sich ein Ding gerade fast angegriffen. Kannst du auch zu den Bienen gehen, wenn du willst. Nee, da, also, wir sind... Das sind 102, Welt. Wir sind direkt geflohen. Ja. Oh Gott. Wo habt ihr Zombie gelassen? Vielleicht wurde er von den Bienen gefressen. Oh nein, die Bienchen. Heißt der Zombie oder Zombie? Zombie, oder? Ich dachte immer, das Zombie. Ich dachte, aber ja, auf Englisch schon, aber ich glaube, er ist Zombie. Ich gehe durch den Fire Exit. Ich komm mit. Wait, wir sind alle hier gerade. Wir gehen alle durch den Fire Exit. Jeder geht durch den Fire Exit. Man könnte also sagen, es ist eher ein Fire Entrance. Good one. So. Ja, hi. Schraube, meine. Ja, Jungs, die haben den Kasten. Oh shit. Ich hab mich so über die Schraube gefreut und dann steht Fully da mit dem Pfand seines Lebens. Ich muss wiederholen, ihr hört mich, richtig? Ja? Ja, ja. Okay. Ich hatte nämlich kurz so der Stelle, in der ich nicht bewegen konnte, deswegen dachte ich mir, oh. Oh, ich habe auch jetzt so ein. Johnny, du hast einen Schlüssel. Bring das schon mal raus. Jetzt ist eine verschlossene Tür hier. Ah! Oh mein Gott! Das war eine Mimik-Exit-Tür oder sowas. Gott, ich weiß, was ich gehört habe. Was zum Fick? Ach du Scheiße! Also. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ich hab genau, was ich gehört hab. War das der falsche Exit oder war das einfach eine. Nicht die Tür öffnen! Ich weiß nicht. Oh mein Gott, sie ist direkt neben der anderen! Ich dachte, das ist die! Oh mein Gott, das hätte ich ja so einfach sehen. Wieso immer ich? Wir haben auf jeden Fall wieder eine Taschenlampe übrig. Ich sterbe so viel. Ich hab mich, glaube ich, lange nicht mehr so erschreckt. Alter, ich hab mich auch so erschrocken. Holy shit. Nee, erschreckt ist richtig, ne? Oh Gott! Zombie, du bist der Einzige mit Taschenlampe, renn nicht weg! Es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder instant gestorben bin, Alter. Nö. Wieso farm ich denn die Tode so? Aber die sind ich hatte zwei, aber dann wurde ich vom Hund gefressen. Ich wollte doch nur kurz meine Hände legen. Alle Türen sind abgesperrt. Jesus, mein Herz. Achse! Und Mine! Gut.
Sehr ich meine, ich wusste nicht, dass es zwei Fire Exits geben tolle kann. Schraube. Ich kenne die Mods noch nicht, so passt. Aber man hätte das ja super easy merken können. Ich gebe euch mal die Taschenlampe hier. Dass das eine andere Tür war. Zurecht hier. Die Mine ist hier. Die mit? Ich habe jetzt gelesen, okay, dass dann nehme ich die wohl. Ja. Ich habe gelesen, dass die Mine jetzt so funktioniert, wenn man raufläuft, geht es noch nicht elektronisch, sondern die geht das bloß, wenn man runtergeht wieder von der. Nee, ich hab die mal angeguckt, dass ich durch den Kasten leuchte. Also theoretisch kann man jetzt die Kasten auf die Mine raufstellen und dann ist sie entschärft, aber... Wirklich? Ah, das ist ziemlich cool. Oh, da ist kein neuer Raum her. Wer fühlt sich mutig? Ich hab schon was in der Hand. Ach, scheiße. Jetzt nehmen sie wieder den Atomkern mit. Au. Der Flashback kriegt mich jedes Mal. Das war 30 Geld. Au. Ich mag's. Sorry, ich hatte kurz einen Piep im Ohr. Ja. Ich kann jetzt alleine das Schiff einfach wegfliegen lassen. Warum? Was ist das für eine Scheiße? Wollen wir die verschlossene Tür öffnen? Okay. Ja, okay. Und vergesst nicht, wir machen das alles für unseren gefallenen Kameraden Johnny. Ich meine, du bist unser gefallener Kamerad. Das kann echt. Ich bin irgendwie wahrscheinlich risikobereit. Er kann es einfach nicht sein lassen. Ja, wirklich. Ich weiß selber nicht mal, wie ich das schaffe, immer so oft zu sterben. Alles für Tommy. In diesem Spiel kann man ja nicht irgendwie schlecht in Shootern sein oder so. Thomas, wir machen das für dich. Ja. Ich weiß es nicht. Thomas Amazonas, habe ich recht. Hört auf. Hört bitte auf. Ah, das hat sich gelohnt. Ja. Ist noch nie. Ich habe noch nie gesehen, dass hinter einer verschlossenen Tür irgendwas war, das man haben will. Das stimmt. Also hier ist so schade. Viel. Wow. Okay. Ja, das ist mit dem Kern hier. Perfekt. Wie sie rennen. Wo war der Kern? Nicht hier. Sieht echt nichts. Ja. Ich weiß nicht, wo ich weiter versucht zu erkunden. Die Death Vision müssen sie noch ändern. Dass dann wenigstens ein bisschen mehr rausgezoomt ist. Ach da! Oh mein Gott, du hast mein Leben gerettet. Ah, hier ist der offene Schacht. Was? Oh ja, da vorne. Das wird eine Schacht, ne? Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Ja, eine Schacht, weiß ich. Aber mein Zimmer ist auch zu hell. Man sieht es ein bisschen, dass es hinter mir so ausbrennt und ich bin nicht so hell. Dabei habe ich eine Lampe in meine Fresse. Ja. Weil ich glaube, das scheint auf meinen Bildschirm und ich sehe ultra schlecht die Details im Dunkeln halt. Gott, was waren das für Geräusche gerade? Ich glaube, Moggy. Oh, nee, ich war gar nicht da. Du bist ja hier. So. Warnung! Moment, Moment. Du hast da vielleicht aktiviert. Moggy, bleib hier. Moggy, geh nicht ins Dunkle. Ist gerade die Taschenlampe zufällig genau jetzt ausgegangen? Ja. Irgendwo hier ist die Mine. Ich habe keine Batterie mehr. Eine Mine? Und hier ist auch die Larve. Ich habe ja in der Regel gesehen, aber ich verstehe die Abstimmung. Da oben ist sie. Okay, gut, dann drehen wir um. Keine Batterie. Wir sind wieder hier rumgekommen, oder? Hier lang. Oh, da ist eine Spinne. Warte. Ein bisschen schneller laufen, ja. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss das Licht weglegen. Oh nein, das ist ja auch noch so ein Vent. Ich sehe so ein Ventil oder was auch immer. Kommt Vent von Ventil? Ja klar, muss es ja. Ah, das ist interessant. Ich bin gleich in die Wand gelaufen. Aua. Oh, fuck it. Halt, Zombie. Irgendwie wurde mein Knie gegessen. Dein Knie? Ja. Oh, das ist bestimmt lecker. Hilfe. Ja. Wen Speck hättest du? Ja, ich komm grad Morgi zu. Ich auch. Der irgendwo noch weiter reingelaufen ist. Hilfe. Hilfe. Ich habe übrigens, ich kenne die Mods ja noch nicht. Ich habe die Mimiktür gefunden. Ich habe den Schrei von dieser Mimiktür gehört. Ich habe mich so erschreckt oder erschrocken. Wie komme ich hier jetzt über? Glaube ich. Mein Herz. So laut. Ich habe richtig geschrien, ja. Das war so ein echte Angst einfach. Und ich kann nichts sehen. Jumpscares hat das Spiel unbedingt noch gebraucht. Ja, voll. Ich bin richtig, richtig froh, dass sie jetzt drin sind. Okay, den anderen beiden geht's auch gut. Nee, die werden verfolgt. Die Spinne. Ja. Nicht durch die falsche Tür, perfekt. Aber rausgeschafft. Ey, okay, sehr gut. Ich hab's geschafft. Und die haben sogar das Licht mitgenommen, sehr gut. Jetzt klar. Ja. Morgi ist noch gesagt, dass ich muss durch den Nebelraum. Morgi ist halt richtig tief. Ich würde halt gerne einmal die Rolle im Schiff übernehmen, weil ich glaube, jemand anderes hat da Lust drauf. Sobald wir Walkie-Talkies haben. Aber ich kenne das Spiel nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich dann alles kann. Ja, das ist ja egal. Das findest du dann raus. Das lerne ich dann. Oh Gott, ich sehe nichts.
Mhm. So, die bringen das Ding nach Hause. So, wir haben drei unserer Kollegen verloren, glaube ich. Ich glaube, Moggy wird nicht mehr so sehr rausfinden. Ja. Mhm. Denk an das Bienen, ne? Er hat meine Leiche gefunden. Nein. Er steht vor meiner Leiche. Aufgespannt. Er hat halt auch kein Licht, ne? Nee, nicht viel. Ja, woran bist du überhaupt gestorben? Nein! Oh, Fully ist hier. Was? Ich hab grad nicht hingeguckt. Ich hab nicht hingeschaut, was Fully gerade macht. Also, das vor uns ist ein Hund aus der Erde gekommen. Nein. Und ich hab mich langsam bedankt, aber der ist halt direkt auf mich zugekommen und hat mich dann sofort erwischt. Ah, leider hast du gerade bei mir geleckt. Aber warst du ruhig? Oder hast du geplappert? Nee, ich war ruhig. Okay. Wir waren still. Jemand hat was zu tun. Maeve hat's geschafft. Ja, wir haben ein bisschen Loot gesaved. Ich glaube, das war der neue Raum. Gott, wir haben alle diese Glubschaugen. Nein, hier war der Kern her. Fuck. Nein, er ist verloren. Fuck. Komm, wir voten einfach dafür, dass Maeve im Schiff wegfliegt. Okay. Ich gönn Moggy noch seine Suche. Ich auch. Ach ja, Maeve schon gegeben. Oh Mist, Maeve könnte ihn ja guiden, hätten wir die Walkie-Talkies schon. Und jetzt hat Morgi den Käfer gefunden. Naja, hier ist eine Spinne. Der Käfer verfolgt ihn. Oh, nein, Mist. Das klingt so gut. Man hört ihn nicht. Er ist tot. Dann kann ich starten. Hi. Da ist er ja. Und Maeve hat alles gesehen. Na gut, dann kann ich ja starten. Oh, ich hab uns gehört. Geil, geil. Da ist einer der Bots. Weil... Wieso? Oh, Zombie, ich habe übrigens eine Leiche gefunden. Ja, komplett eingesponnen, das sah so super aus. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass sie im Netz war. Das war sehr beängstigend in für mich. Inexplicable manner, okay. Jungs, wir müssen langsam mal was schaffen. Wir haben noch ein bisschen Geld. Die erste Quote ich war kurz davor, was zu schaffen. Also, ich hätte auch den Kasten fast da, ja. Ich wusste nichts von irgendwelchen Fake-Türen. Wieso wurdest du gefressen, Fully? Ich weiß es nicht. Ja, ich war leise und ich habe mich nicht bewegt. Aber weißt du was? Er ist direkt auf mich zugekommen. Und ich saß da und dachte mir, okay, an dem Punkt weiß ich jetzt auch nicht, was ich tun soll. Und Morgi hat noch gelebt. Als ich ins Schiff kam, ich dachte, ich guck nicht richtig. Der Morgi irrt noch durch die Gänge. Ja, aber das Problem ist, ich habe wirklich nichts gesehen. Ich habe mich komplett in dem Nebelraum verloren. Und das irgendwo ist gut. War noch die Spinne unterwegs. Wir haben nur die Taschenlampe verloren. Ich würde aber sagen... wie der rote Punkt neben dir runtergefallen ist und dann dir langsam hinterhergelaufen ist und dann bist du auf einmal stehen geblieben und hast dich nicht mehr bewegt. Was ist, wenn ich Lichtträger mit dem Kern bin? Jemand hat ein bisschen Licht dabei. Gute Arbeit. Aber es ist halt auch echt viel Geld wert. 80, ja. Das stimmt, das ja. Ja, wir haben nichts. Punkt. Okay. Nö. Wir brauchen nichts. Wir haben uns gegenseitig. Ich freue mich schon, wenn wir eine Taschenlampe haben. Auch so. Das wäre ganz cool. Hey Johnny. Wir machen das so mit Handarbeit. Wir haben jetzt gar keine mehr, oder? Nee, wir haben keine. Hey Johnny. Mehr. Ja? Johnny, komm mal her. Bist du? Johnny, ich will dir was zeigen. Johnny. Ich weiß genau was. Nein, ich wollte sagen, guck mal, mein Kontostand, aber auch gut. Was? Ja, der Schrank. Dreh dich mal um. Junge, dreh dich mal um. Wait, shit, krass, was steht auf dem Helm drauf? Dabei, ja. Ja, der Grüni hört nicht alive. Auf. Alive! Ah, okay. Das hält nicht lange. Oh nein, nicht hier. Oh, endlich wieder im Wald. Oh, der Kürbis. Yeah. Was kann man bei den Riesen machen? Gibt's irgendeinen Geheimtipp? Ja, nicht gefressen werden. Nicht gefressen werden? Ach so! Deswegen. Ganz kurz voller Hoffnung, dass es ein guter Tipp kommt. Nein, ich wusste nicht, dass man nicht gefressen werden soll, sonst hätte ich das auch gemacht. Wo ist Morgi hin? Ja, ich bin alle hier. Keine Sorge. Oh, Junge. Meine Gruppe folgt mir. Ja! Die Dinger sind zu komisch. Mm. Die sind unbehaglich, die mag ich nicht. Die sind albern. Du bist albern. So wie Hockey. Nee. Oh, Brücke! Hockey ist super albern. Die stürzt nicht ein. Keine Sorge. Keine Sorge, die stürzt nicht ein. Was habe ich damit zu tun? Johnny hat's wieder mal kaputt gemacht. Bis später, ja, Maeve! Ja. Gute Arbeit, Johnny! Ich hab Schaden genommen. Vorsicht vor der Tür, ne? Die könnte auch fake sein. Okay. Sieht echt. Eigentlich viel zu super, dass mir das direkt passiert. Motor! Flaschen! So hat man direkt die neuen Sachen gesehen. Immer wenn ihr was findet, am besten direkt zur Tür legen. Ja, mach ich dann auch. Muss man das nicht rumtragen. Das machen wir normalerweise auch immer. Okay. Vor die Tür oder? Draußen also, ist mal besser, ja. Draußen, ne?
Ja. Sehr gut. Drin sind mehr Monster. Wo sind die jetzt lang? Schneebesen! Eater. Folge einfach der wundervollen hast, Stimme. Oh, es ist viel zu dunkel. Das ist eine Sackgasse. Okay. Scheiße, ich muss das, Game, muss das Game ein bisschen höher von der Helligkeit machen. Oder nee, ich mach mal mein Fenster. Ist, glaube ich, gerade wo ganz anders, Moggy. Ich glaube, er ist noch zu früh. Ist ein Zug. So ähnlich. Der fliegt wieder in den Urlaub. Ich bin den Weg raus nicht, aber ich muss eigentlich raus. Die Facecam. Okay, Moment. Ich hab eigentlich noch Platz. Ich hab auch noch Platz. Ja, wir werden uns in der Runde hier. Wo seid ihr? Über mir? Unter mir? Okay. Wir sind ja. Es ist dunkel. Ah, wir sind oben. Hallo. Hi. Hi. Oh, kannst du mit Platz, kannst du mit Bimmel? Leider nicht. Oh. Tut mir leid. Aber die Tröte kann tröten. Ja, die Tröte ist auch gut. So. Wo ging's raus? Ich will das kurz zum Ausgang bringen. Ich glaube oben. Ich bin da. Alles gut. Vielleicht müssen wir durch diesen dunklen Gang da, oder? Na, okay. Nee, da, ihr. Ich glaube, von hier kam er. Okay, war hier schon jemand? Vermutlich. Oder auch nicht. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich hätte vielleicht bei den Jungs bleiben sollen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen irgendwie Boogeyman oder shit. Ah, Maeve. Es freut mich auch, dich zu sehen. Hallo. Ey, ich hab hier irgendwas richtig laut schmatzen gehört. Also entweder hast du da gerade was reingesnackt. Eigentlich oder, nicht. Oder hier ist ein übelstes Monster irgendwo in der Nähe. Okay. Das hab ich auch noch nie gehört. Das ist so ein richtiges... Ja, als ob man so einen Apfel reinbeißt oder so. Ja, so ein Knarf. Ich befürchte, dass es nur leider kein Apfel sein wird, in den da reingebissen aber wird. Aber würden das faken? Vermutlich nicht, oder? Faken? Also, die Stirn... sowas hier? Kannst du aufmachen, da ist viel was drin. Ja, hab ich gerade schon, aber... Da ist ein Flammenring drin. Oh, ja, aber um es zu schließen... Da steht auch oben, um es zu schließen. Deswegen dachte ich, es wäre noch zu. Oh, du hast echt was gefunden. Ja, aber Tasche. Da hast du genommen. Nee, da war noch ein Raum. Hier, so, hier sind die Jungs. Ja. Hallo. Hier waren wir. Wir sind ein bisschen unterwegs. Und Maeve hat irgendwas schmatzen gehört. Oh. Also Moggy. Ja, und das auch. Boah, der war saftig. Aber gerade nicht. Oh. Da unten habe ich was sehr laut schmatzen gehört. Ich habe einmal versucht, aufs Geländer zu springen und bin in den Tod gefallen. Also ich weiß nicht, ob ich mich das nochmal traue. Ich habe es gerade geschafft. Sehr gut. Oh Gott. Also hier war das Schmatzen. Schmatzen? Schmatzen. Mhm. Hier ist wieder der Serverraum. Aber ich habe auch kurz danach Johnny getroffen, also es könnte viel zusammenhängen. Johnny, hast du geschmatzt? Ich habe keine Snacks da gerade. Fully hat sich auf dem Rückweg ziemlich hart verirrt, denn er ist schon vor 5 Minuten oder so losgelaufen, um Zeug zurückzubringen. Guck mal hier diesen Raum an, ja? Der ist bestimmt noch am Leben, oder? Der führt in gefühlt 8 Richtungen, das ist so krass. Ja. Ey, die Tür ist offen. Ja, der war das Problem, warum ich dich rausgefunden habe vorhin. Guck mal die Wand hier an, die ist ganz schön dünn. Okay. Na, hier werden definitiv Gefahren lauern. Ja. Wieso mache ich das auch? Ich laufe in eine Mine oder in das nächste Geschütz rein oder so. Nicht. Lauf bitte nicht in die Mine oder ins nächste Geschütz rein, Johnny. Ich gebe mein Bestes. Ich werde nämlich genau dies tun. Ich habe verloren. Ah, nee, noch nicht. War hier nicht noch eine Abzweigung? Freunde, ich will euch nicht zu wieder Aufnahme machen, weil ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ich habe eine Tür gefunden, da ist nichts hinter. Cool. Ja, Leute, hier drüben ist ein Ausgang. Ja, hier waren wir nicht, ne? Beziehungsweise Maeve ist hier wahrscheinlich reingekommen. Zu 100%. Ja, ich glaube, wir können raus. Ja. Dann wird es für mich noch Zeit, bis hier zu sterben, würde ich sagen. Ich schau hier noch. Nein, ich finde noch was. Was findest du, Johnny? Ah, du bist hier. Okay, ja, dann finde ich bestimmt nichts mehr. Suchst du nach der Würde? Die würde ich nicht mal erkennen, wenn sie vor mir steht. Hey! Ich glaube, da kam Land mit. Echt? Nicht zu verwechseln mit Landminen.
Wir können gehen. Können wir wirklich gehen? Ist hier nichts? Nee, wir haben es nicht geguckt. Aber ich muss doch noch sterben. Okay, dann viel Spaß. Nicht mal was zu tragen habe ich. Was ein Tag. Laziest Employee am Werk wieder. Nee. Da vorne hüpft, da oben ist was herumgehüpft gerade. Okay, die Jungs sind da drüben. Ja, also nicht reden ist ja eigentlich dann die Devise, ne? Aber wenn ich so allein unterwegs bin, mag ich das nicht. Sollte ich das versuchen? Ja, ich muss es versuchen, das ist scheiße. Okay. Tut mir leid! Okay, nee, ich sollte es nicht versuchen, weil sie verfolgen mich nonstop, wenn ich das jetzt... Ich glaube, im Alleingang so ein Bienennest... holen funktioniert nicht. Da ist es schon. Okay, ich hab's irgendwie geschafft, aber ich habe nichts dabei. Oh Gott. Hi. Ey, Fully, ganz kurz, ne? Ja? Ja, okay, nee. Du hast gute Arbeit gemacht. Nevermind. Ich bin sogar sehr empört von der Meinung. Ey, Jungs, was geht? Hat jemand von euch zufällig noch irgendwie... Warte, wo? Da ist jemand. Da kommt ist irgendwas noch. Ja, was Großes. Entschuldigung. Gott, ich dachte, ich werde jetzt noch weggesnackt. Das waren wohl meine Flatulenzen, die gerade sehr laut waren. 500? Wir sind reich. Yo, let's go! Ey, ihr habt das gut gemacht, ne? Die Registrierkasse ist scheiß viel Geld. Der Vogel ist da draußen. Ich war dabei. Das wolltest du sagen, du hast nichts getan. Ich hab nichts gemacht. Hier. Ich war. Hier. Ich wollte. Fully, sag mal, kannst du dich auf dem Rückweg ein bisschen verehrt hast? Ich? Wir können starten, oder? Ja. Ich wollte eigentlich noch höflich darum fragen, ob jemand mir was abgeben kann. So, also, ob ich vielleicht auch ein bisschen was reintragen kann. Ich hab auch nichts getragen. Ins Schiff, nee, darfst aber du nicht. Wir sind beide nutzlos. Naja, ich habe halt Schaden genommen bei der Brücke, deswegen dachte ich mir, weißt du was? Ich nehme das Zeug mit. Und trotzdem gut aussehen. Du vielleicht. Fully ist der profitabelste. Maeve hat am meisten Spaß. Ich bin paranoid. Ja. Ich bin natürlich der Verletzte. Und vor Johnny wieder mal der Lazy. Ich muss der Faulste sein. Wegen dem Fully ist natürlich am meisten Spaß wahrscheinlich. Und ich bin der profitabelste Angestellte, Bernd. Also mit dem Furzen war schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Alter, wir haben eine ganze Registrierkasse, das muss ein bisschen Cash bringen. Das ist so ist laut, aber leider leer, das ist ein bisschen nervig. Ja, warum ist es so laut? Die Registrierkasse ist sehr viel wert. Die ist so laut, weil Geld nicht stinkt, Johnny. Im Gegensatz zu dir. Im Gegensatz zu dem, was ich hier höre. Das stinkt nicht. Ist ja widerlich. Johnny ist schon wieder so frech. Nicht und arbeiten, lazy, ich kann schon wieder nichts tragen. Okay, perfekt. Oder. Ich bleib dann im Schiff, ne? Ich geh einfach. Wurde jemand gefressen? Ja. Morgi wurde gefressen. Ich wurde nicht gefressen. Nee. Wer denn? Fully? Ich bin kein Dummkopf. Fully wurde gefressen, oder? Ja, oder? Fully wurde gefressen. Oh. Schlüssel behalten wir. Der Kopf kriegt lieber hier ein, oder? Vor Strafe kriegen. Warte, da salutiere ich lieber. Fully, es war mir eine Freude. Salutieren für den gefallenen Freund. Warte, nee, doch, es war Fully, ja. Zack! Gern geschehen. Wait, wieso haben wir überhaupt schon verkauft? Achso, nee, stopp, doch, macht Sinn, wir brauchen ja Stuff. Am meisten Geld kriegen wir, wenn wir kurz vor Ende der Frist verkaufen, ne? Habe ich gehört. Ja, genau, da kriegt man immer 100%. Boah. So, ich kaufe jetzt was für eine Frist. Boah, geile 100%. Strafe, ne? Ja, wir verlieren sonst 20%. Pro Flashlight. Wenn die Tage ablaufen, Mogi. Sind die runtergesetzt? Wenn wir am letzten Tag verkaufen, kriegen wir meistens Geld. Ich glaube nicht. Schade. Au. Ach ja, stimmt, man kann auch schon davor verkaufen. Machen wir doch gerade. Das ist gar nichts runtergesetzt. Okay. Oder? Es ist doch noch nicht der letzte Tag. Das war jetzt der letzte Tag. Echt? Doch, ist der letzte Tag. Ach so, perfekt. Kannst hier oben hingucken. Deadline 0. Ja, ist true. Okay, wir sind doch effizient. Lass nicht schlecht. Kurz die Taschenlappen reinbringen und dann ruf ich mal Pocket Talk und dann kommen wir dazu. Ich hab kein Wort verstanden, aber gut gemacht. Maeve hat Stuff gekauft. Ich wette, du lass kurz die Taschenlappen. Keine Ahnung, wo das Ding hier landet, noch, ne? Dann kaufe ich noch Walkie Talkies und dann können wir wieder rein. Oh, das ist groß hier. Kann man hier sterben? Du kannst bestimmt in den Tod springen, Johnny. Ja, nee, das meine ich nicht. Wow, mein Gott, ist das riesig. Ich wette, hier frisst mich was. The Ice Cream Truck! Boah,
es ist weit. Man kann es runterlegen sogar. Was? Oh mein und wieder den Weg gefunden, der Arbeit aus dem Weg zu gehen. Die beste Taschenlampe. Okay, hol ich das mal Walkie-Talkies. Ja. Stark. Walkie-Walkie. Ihr habt alles wahrscheinlich, oder? Sehr gut. Der kommt da gleich wieder mit Walkie-Talkies, Johnny. Das ist wie, ich fühle mich wie, als ich noch Kabelträger, also studentische Hilfskraft beim NDR war. Das habe ich auch immer so gemacht da. Ich habe erstmal ein bisschen umgeguckt, dann waren alle Kabel schon ausgeräumt. Oder eingeräumt. Was ist denn das? Wisst ihr, dass ihr die Möbel hier drin umstellen könnt? Ja, mit B? Genau. Okay. Zack. Habe ich noch nie gemacht, aber Maeve hat es mir erzählt. Geht das auch mit anderen? Oh. Ja, man kann die auch drehen irgendwie. Ja, mit dem Computer kann man hier, zack. Die, oh mein Gott. Ja, warte, haben. Mach das mal. Das packe ich mal so. Wir machen aber die Tür zu. Ja. So. Man kommt ja wirklich nicht mehr raus dann. Wir machen ein bisschen... Hey! Wir haben innenarchitektonisch ein paar Neuerungen gemacht. Also wir fühlen uns hier wohler so. Ja. So viel Platz. Ich hab einen Borg hier, aber mein Inventar ist voll. RIP an der Stelle an unseren wow. Kameraden Fulltime Games. Wow, hinter, also, dem Computer war eine Secret Message. Also Leute, you're in deep access file, Sigurd. Morgi und ich haben die Betten, ihr nicht. Ah ne, you're in deep access file, Sigurd. Oh, was ist hier überhaupt los? Was soll das denn jetzt? Unsere Betten. Warte, wie kann man das drehen? Wieso ist das jetzt so? Ja, Rote. Oh, ich eher. Ja. Aua. Hä? Bist du dumm? Durchgehackt. Speedrun. Morgi, komm rein. Also, ihr habt ja ein paar Walkie-Talkies. Hier kann mich jeder meine Adresse holen. Wir können den unabhängig voneinander die ganze Zeit umstellen? Okay, gut. Ja. Au! Das war genau vor mir. Ich mach grad hier ein bisschen Ordnung. So, der Computer kann da helfen. Dann nennst du Ordnung. Ja. Das Bett kommt einfach weg. Ja, so eine Ordnung habe ich bei mir zu Hause auch. Ich kenne so eine Ordnung. Oh mein Gott, das ist super. Ich mach den Schrank einfach so an die Wand, dass man ihn nicht mal mehr öffnen kann. Einfach umdrehen, ja. Ja, warte, guck, siehst du den Zettel? Das heißt, wenn wir beim Terminal Sigurd eingeben, könnte das was ändern. Ja, da könnte ich so ein bisschen Lore finden, glaube ich. Erster Eintrag, 22. August. Schreie. Nee, warte, das war heute, oder? Heute ist nicht der 22. August. View. Im Januar. Ich muss View eingeben. View Sigurd. Oh. Ach, der Fulli. Naja. Was wird hier gekichert? Ihr wisst ja, wie es ist. Wo sind die Schränke? Oh. Wo ist der PC? Ja. Oh. Wie lange war ich weg? Wie lange habe ich geschlafen? Access File Sigurd. Wie kann man denn... Scheiße, wie schreibt man Access? Oh, Magie? Hä? Oh. Johnny, du bist ein bisschen am PC arbeiten. Ja, also das Ding ist, ich habe hier so einen Zettel gefunden, ich kann dir den mal zeigen. Ja. Ja, ihr Dreckigen. Kannst mal aufheben. Würde man meinen, aber... Doch, kannst du? Nee. Duck dich einfach. Doch. Okay. Und das war hinter dem PC an der Wand, als wir den umgestellt haben. Bist du einfach auf Easter Egg suche? Ich habe versucht, das in den Terminal einzugeben, aber weiß nicht wie. Sigurd. Ich sag's ja mal so. Sigurd Log. View First Log. Ach so, so muss man's machen. View First Block. Log, nicht Block. Ich glaube, das ist kein Blogger gewesen. Log. Ja. Wofür steht Block? Videolog verstehe ich auch. Was ist denn ein Blog nochmal? Buchstaben-Log. Ich glaube auch. Wir haben wieder die Gems. Ja, wollen wir eigentlich zum Planeten oder? Wollen wir Fully eigentlich wiederbeleben bei dem Abenteuer? Der Arme. Ja, ich flieg los. Musik an. Fully ist bestimmt Chef, der kann bestimmt über One Piece reden oder sowas. Ein bisschen Sahne boostet ihr, der Gummibären Saft. Der ist ja stark. Ich hab keine Ahnung. Was redet der Mann da? Ich
meine, welcome back, Fully. Oh, Fully, du hast Mordu da hinten in deinem Zeug drin. Was? Ja. kann ich mal einen Schluck haben? Was? Hä? Du hast einen Mountain Dew drin. Ich verstehe kein Wort. Junge, dieses Ding ist so laut. Mach die Scheiße aus. Oh, hältst du ihm lieber ans Ohr, damit es leiser ist. Du hast Gummibärensaft in deinem Rücken. Was? Melfi, läuft's? Dann ist Mountain Dew, steht sogar drauf. Ja. Oh, echt? Alles gut. Wer hat geklingelt? Ob wir mal einen Schluck haben können. Wer hat geklingelt? Wir sagen es nur, wenn wir einen Schluck haben dürfen. Ja, okay, wer hat geklingelt? Immer der fragt. Erst den Schluck, Fully. Ja. Oh. Wie benutzt man das Walkie-Talkie eigentlich jetzt mit dem neuen Dings? X, okay. X. Oh, mit Gott. X einschalten, oder was? Er spielt einfach raus. Jo, neuer Ort! Hazard X, oder? Oh mein Gott. Walkie. Let's go! Funktioniert, wie mache ich das an? Scheiße, ich hab's vergessen. Dann raus hat drin okay. Und dann mit Q. Ah, okay. Warum hab ich hatte so viel Zeit, ich hab mich nicht eingedeckt. Es sieht aus wie. Ist der Schrank auch noch so weit weg? Hallo. Ja, hallo. Walkie-Talkie muss man bei der Welt nie ausmachen. Das ist ewig Strom. Ja, ich hab das auch nie ausgemacht. Ich hab bisher noch nicht ganz die Hälfte gesehen. Okay. Neues Zeug. Was ist das? Oh mein Gott. Ich hab noch ein paar Taschenvogel, die können wieder. Ah. Okay. Die lagen in der Luft. Um mit dem Walkie-Talkie zu reden, muss ich Excel durchlassen, solange ich reden will, oder? Die hallo, hallo? X? Keine Ahnung. Jetzt, hallo? Nee, ich glaube, mein Walkie-Talkie ist noch nicht richtig. Da könnte ich was grabben. Hallo? Seid ihr schon drin? Was konnte ich denn hier gerade grabben? Ist das Fully? Nee, ist Maeve. Du wolltest hier was grabben? Ja. Hier ist kein gefährlicher Gegner, bitte keine Angst machen. Sicher nicht. Ist Dark Souls? Hä? Okay, und vielleicht war das draußen irgendwie. Ich hab deinen Pony-Jar gefunden. Was soll die Scheiße? Ja, das frage ich mich auch. Touché. Wie funktioniert das? Hört ihr mich? Ich hör dich, ja. Okay, also übers Walkie-Talkie, ne? Ja. Sehr gut. Irgendwo unten ist der Eingang. Ich hätte schwören können, ich konnte hier was grabben. Zweimal wo sogar. Bist du? Okay. Ah, hier! Ja, oh, da ist auch noch was. Oh, das ist eine richtige Küste. Das check ich jetzt erst. Ich dachte, da geht's auch wieder so bergab oder so, aber. Ich bin daheim! Ich bin am Hafen! Da, wo die Brise weht. Fully, es war meine Ehre, dich gekannt zu haben. Da, wo die harten Seemänner unterwegs sind. Oh, scheiße, da sind schon Leute tot. Vielleicht bin ich nicht hart genug für die See. Wie finde ich euch denn jetzt? Okay, hier ist aber überall nichts. Als ob in den Fässern nichts Wertvolles drin ist. Was haben die hier gemacht? Ah! Oh Gott, der ist böse. Junge, ich wollte wissen, wer das ist. Bringt er mich um? Was ist mit der Person mit der Maske? Bringt die mich um? Tut mir leid, Zombie. Hör doch auf. Ich will niemanden Angst machen, aber ich glaube, wir haben jemanden verloren. Noch jemanden. Oh, hier ist das Schiff. Ja. Matti hier. Hier ist jemand mit Maske unterwegs. Ich konnte wieder was grabben gerade. Ist jemand mit Maske unterwegs? Ja. Ich habe gerade jemand mit einer Maske gefunden. Ich weiß nicht, wer es war. Ach, fuck, Zombie hatte das Glas! Hier ist er mit der Maske. Okay, hol ich das vom Walkie-Talkie. Macht er was Schlimmes? Ah! Oh Gott. Was glaubst du, Johnny? Ja, ich weiß ja auch nicht. Das ist doch ein Spieler, oder wir nicht? Wir haben ein kleines Problemchen übrigens. Denn da drin ist ein. Da ist ein Gegner, der wohl erst auf späten.
gestartet. Ja. Hä? Warum? Laufen macht Geräusche. Ach, Laufen macht Geräusche. Scheiße, ich hätte schleichen können. Wer ist denn mit der Maske? Niemand. Wie? Was macht er denn? Das wirkte so, als würde er wie ein Spieler agieren. Kann man irgendwie die Wellengeräusche leiser machen? Die sind wirklich laut. Nee. Ich war übrigens nie hier drin, ich wusste nicht, wo der Eingang ist. Ja. Was war das? Ja, das der hat ein paar von uns umgebracht. Ach du Scheiße, der Nussknacker. Drei von uns. Ich hab vergessen, dass ich ja wieder scannen kann, wo der Eingang ist. Ja, die Map hat Hazard Level S, also das höchste, da sind halt alle Monster, auch die von den schwereren Maps und so unterwegs. Johnny, wie sieht's bei dir aus, an der Front des am Leben sein? Johnny, wie sieht's aus? Hi, Moggy. Ziemlich schlecht. Mehr gut, oder? Mehr gut als schlecht. Ja, doch. Ich kann nicht klagen. Ich kann nichts, wenn ich recht hab. Johnny? Er hat nicht recht. Ich geh jetzt zum Raumschiff. Ich hab nur einen Plastikfisch zurückgebracht, aber ich glaube, ich sollte da nicht mehr reingehen. Zum Glück hört ihr mir eh zu. Wieso waren wir nochmal hier, Maeve? Denn alle sind am Leben. Hä? Sollten wir das schaffen hier eigentlich, oder? Das war einer der schwierigeren Planeten. Oh Gott, ja. War einer der Gemordeten. Also, dass instant da drin so viel los war und hier draußen. Hilfe. Ich verstehe. Das ist so knapp. Ich verstehe, warum er mich bekommen hat. Ich dachte, es geht darum, dass ich nicht reden darf, aber... Keine Geräusche halt allgemein. Ja. Er redet aber gerade. Woher kommt das Geräusch gerade? Ja, die sollen mir manchmal hängen. Oh. Tut sie irgendwie ein bisschen weh am Zaun. Ach, das macht doch nichts. Ja, Mogi, das steht da etwas ungünstig. Das hält er aus. Boah, ist der direkt vom Schiff? Ja, warum geht er nicht einfach zum Schiff? Oh mein Gott! Das kann nicht sein. Oh, der wischt jetzt Mogi. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Du standst, komm schon! Du standst einfach in seiner Bahn. Ja, man muss sich schon ausweichen. Ja, aber kann man ja nicht, ja, wenn man auch schon die Schritte hören kann. Kann man die Schritte hören, wenn man schleicht? Wenn man geduckt ist, hört man die Schritte nicht. Okay, dann darf man sich bewegen. So lief gut auf jeden Fall, würdet ihr sagen. Ja, ja, lief gut. Wir lernen das Spiel. Aber es hat ja auch genau den Rückweg blockiert. Was sollte das denn? Ich hab meinen Rang verloren. Was soll denn der scheiß Nussknacker? Was ist das? Ich hab meinen verdammten Rang verloren. Ich hab sogar Hund abgebaut. Bin und dann direkt zum Nussknacker reingegangen bin. Das war ungünstig. Ich hab, Die Musik ist viel zu laut. Ich hab nicht mehr den Rang, den ich vorher hatte. Das ist ein bisschen sad. Schade. Mit was hast du gerne hin? Mit Johnny? Ich wurde bestraft. Was für ein Ding? Mit Recht hast du den nicht mehr. Kannst mich mal. Ich finde, das läuft gut heute. Ja, es ist eine gute Folge. Ja, das ist gut. Ah, das, was ich zurückgebracht habe, ist ja sogar verschwunden. Auch. Ich wollte heute so viel besser abschneiden als beim letzten Mal und ich glaube, ich bin schlechter. Ich meine, das war gerade eine sehr ungünstige Map, muss man sagen. Wir fangen ja auch gerade erst an. Ja, wir legen jetzt erst los. Kommt March. Es ist erst der Anfang, Johnny. Das wird schon besser. Das schaffe ich. Ist bei euch Johnnys Bein eigentlich auch so kaputt? Irgendwie hat er ein Bein im Boden einfach. Nee, bei mir nicht. Ja, weil ich diese Kirby-Schuhe hab, ne? Nee, du hast das bei mir. Ein Bein ist einfach so komplett gerade im Boden. Würdest du gerade so Ballett machen? Nee, bei mir sind alle eure Beine. Sind okay. Aber Johnny, nicht in den Sumpf rennen, ich versteh schon. Ja. Oh, auf dem Planeten sollten wir eventuell Gegenstände auch. Ja, das war komisch beim letzten Mal. Ich hab das irgendwie auch gar nicht gerafft, dass es überhaupt runtergeht. Meinst du, wir sollen ein, zwei Gegenstände mitnehmen? Drinnen, meinst du? Das aus, als würde ich einfach nur über so einen Hügel laufen wie hier. Aber die scheinen ja echt selten zu sein, wir haben ja noch nie was davon gesehen. Ach, deine Gegenstände. Meine Gegenstände. Ich meine, wir haben generell einige Gegenstände noch nicht gesehen. Wir haben noch keine Tröte gesehen. Zombie-Gegenstände. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Spoilert doch nicht. Und es tut mir übrigens leid, dass ich dein Glas verloren habe. Halt dein Maul. Tut ihm auch gar nicht leid. Nee, es tut mir leid. Perfekt. Wer hat das Licht ausgemacht? Wer hat direkt den Stromkasten gefunden? Nosferatu. Der ist nicht echt, oder? Der ist Johnny, geh mal ran. Der ist doch nicht direkt neben der Tür. Woran erkennt man eine Mimik? Weiß ich nicht. Ist es falsch geschrieben oder so?
Ich hab keine Ahnung. Fully, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich mach's. Standst du hinter der Tür? Oh mein Gott. Hey Moggy, Moggy, geh mal durch den Fire Exit raus. Nein. Nein. Der Fire Exit aber ist nicht so nah an dem Hauptausgang. Nee, ich glaube auch nicht. Hä, es ist schon wieder passiert. Was konnte ich denn vorhin grabben? Das. Ich begreif's nicht. Ich begreif's nicht. Warum ist hier nichts? Hey! Da war das Ding. Zombie hat die Tür, er hat das Licht ausgemacht und uns mit einer Tröte erschreckt. Alles an, ne? Der perfekte Plan. Zombie, man erzählt, ich hab die Straße, dass du das Licht ausgemacht hast und die Leute mit einer Tröte erschreckt hast. Entspricht das der Wahrheit? Oh, oh. Ja. Einer hier. Oh, hi. Willst du den Ausgang? Wollt ihr raus oder weiter rein? Weißt du, wo der Ausgang ist? Ich will rein. Die Ausgang ist hier oben. Ja, okay. Hi. Nee, ich dachte, vielleicht weißt du es nicht. Ich weiß alles. Der weiß alles. Ich glaube, wir warten. Ich fang ihn mal an. Wenn die der ist ein Professional in dem Game. Hier war ich noch nicht. Ich will auch mal anmachen, ja. Aber nicht genommen. Oh, da bin ich bei. Ah, stimmt, ich wollte ja im Schiff bleiben. Beim nächsten Mal mach ich das. Nächste Mission bleib ich im Schiff. Ich hab den echten Fire Exit, hoffe ich. wer will's raus? Okay, Moment. Ich glaube, ich hab den echten Fire Exit. Soll ich's riskieren? Spring einfach. Springen? Ja, spring einfach. Wieso springen? Sorge ab und dann spring. Was ist, wenn du mal die Schnauze hältst? Ja gut, bringt mir aber auch nichts. War den Jumpscare aber wert. Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt weiß ich wieder nicht. War das der Ort, wo ich herkam? Ja, ne? Geht's allen soweit ganz gut, oder? Eine Mine. Oh. Neue Wesen, die wir Infos zugesammelt haben. Ja, das hatte ich nämlich vorhin auch einmal. Jo Jungs, wo seid ihr? Ein neues Monster gesehen. Oh, ich höre euch. Wollt ihr nach draußen? Johnny, willst du Kasten? Ja, gerne. Wieso denn? Das ist Grund genug. Mach mal ein Walkie-Talkie an. Wow. Wenn ich meins auch anmache, hört man es dann irgendwie doppelt? Ich würde gerne meinen Airhorn benutzen, aber kann ich nicht mit dem Walkie-Talkie gleichzeitig. Aber ich habe einen gefunden. Ich weiß nicht, wovon du redest, das ist doch ein Airhorn. Können wir so einen Teufelskreis erzeugen? Ganz schön laut. Ja. Können wir so einen Audio-Loop erzeugen? Der dann einfach nur fiebt? Nee. Yeah! Okay, wir nehmen Fire Exit, Johnny. Nein, nehmen wir nicht. Ey, wir hätten den echten Fire Exit nehmen können. Tatsächlich. Oh mein Gott, hat mich deine Augen haben mich so erschreckt gerade. Ich glaube, wir gehen mal eben mit unserem Kram zurück. Ich hör, wir haben zumindest ein bisschen was. Ja, besser ist. Wo ist Johnny hingerannt? Zum Schiff. Johnny ist bei mir, OB dann. Wir gehen zum Schiff oder nicht? Wir sind doch hier rüber gekommen, über diesen Kamm. Also Boogeyman ist hinter mir her, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oder? Was ist denn da hinten? Das ist das Schiff, ja genau. Ich dachte... Bei den Riesen bringt es auch nichts, wenn ich ruhig bin, oder? Okay. Oh, jetzt haben wir die Tröte gefunden. Die Tröte, die einfach nur klingt wie das Moaning-Meme. Gott, ich höre doch einen Riesen hier. Raus ist ein Riese. Ich höre den Riesen auch beim Schiff. Riese beim Schiff? Hinterm Schiff gerade? Jo, ja. Ah!
Oh mein Gott, seine Hand ist hier drin! Oh ja, ich seh's. Hilfe! Oh, zwei Riesen! Nicht zum Schiff kommen, da sind zwei Riesen. Also direkt bei uns. Die wollen eigentlich. Die greifen basically schon nach uns. Einer wurde gefressen. Ich glaube, das war Morgi. Holy shit, sind wir hier sicher überhaupt? Kann der uns durch die Wand greifen? Ich weiß es nicht, ich stelle mich mal so weit mit. Fully wurde auch erwischt. Oh nein. Ih, das Geräusch. Ich versuche die Sachen noch zu holen dann. Ja, wollen wir dann. Also, wir können nicht mehr raus. Ziemlich sicher. Ja, lass mal, dass er uns nicht sieht. Dann haut er bald ab. Hoffentlich. Also, musst du weiter dran stehen. Er jagt mich. Das ist eine ungünstige Situation. Ja, irgendwann hier noch rennen. Ah. Ja, Maeve! Oh mein Gott, Maeve! Bester Mann, wirklich. Ich hab ihn weggejoggt und einmal das Schiff rumgelaufen. Wie so, du bist so ein beeindruckender Gamer. Jedes Mal ist es. Wo liegen die Gegenstände? Krass. Hinter dem Kürbis? Da wurde Fully gegessen. Moggy wurde am Schiff gegessen. Aber wo sind Moggys Gegenstände? Warum werden die nicht angezeigt? Ach, fuck. Er hat mich wieder gesehen. Die waren eigentlich schon auf dem Weg wegzugehen, aber. Ja, wir sehen es am Schiff. Ich weiß, dass in den Patchnotes stand, wenn Riesen einen am Schiff jagen, dann verlassen sie häufiger ist die Gegend. Ja, aber die sehen uns ja die ganze Zeit. Ich mach mal die Tür zu. Stimmt, das könnte helfen. Okay, ich leise sein. Ja, warte, leise sein. Perfekt. War das nicht der richtige Tune? Oh, der eine geht jetzt weg. Okay, jetzt wandern sie wieder draußen rum. Okay. Ich war hinterm Schiff. Moggy wurde direkt am Schiff gegessen. Also eigentlich müssten die Gegenstände hier rumliegen. Ja, ein Item sieht man ja. Der Karte hinterm nicht, Schiff. Okay. Ein Item. Ah, nee, das ist das Bienennest, glaube ich, was hinterm Schiff ist. Ich guck mal hier kurz links. Ich sehe seine Sachen nicht. Ah, Riese kommt. Oh, Junge. Rauskommen, ich glaube, das wird nichts mehr. Rauskommen und ein Stück links ist das Item. Wir haben eine Bierkiste, die hat Moggy mir gegeben. Ich habe sie für ihn nach Hause geholt. Ich elbe an mich. Oh, Junge. Und dann guck mal auf den Bildschirm, dann siehst du mich da ein bisschen links. Ja, genau, da liegt eins hinter dem Kürbis. Moggy, der ist für dich. Das ist unsere Bierkiste. Ja, ich glaube, wir müssen, oder? Warte, ich drop meine Gegenstände und renne einfach raus. Wir haben nichts zu verlieren, oder? Ich hab nichts zu verlieren. Wir haben das Leben zu verlieren. Wir dürfen nicht alle sterben. Johnny, du bist auf jeden Fall. Ich bleib hier, ja. Oh Gott! Und Zombie und ich machen einfach. Ich hab ne Idee. Ich kann schon mal üben, wie das funktioniert, im Schiff zu bleiben. Und ich versuche die Gegenstände zu holen. Jetzt. Okay, er geht hinter den Kürbis. Ist aber. Ja, da ist der Schatz. Ich seh's. So. Hinter dir. Eine Riese will mich essen, auf jeden Fall. Ich lenke ihn ab. Jetzt da ist was zum Grabben. Links von dir. Ich essen. Okay. Ja. Alles gut. Oh, Hilfe, die Hände. Der ist echt eine Riese. Da ist leider ein Kürbis direkt drauf. Ach so. Hier hinter dem Van. Ihr habt ja auch schon gesehen, ne? Ja, wenn man geradeaus geht, da wo der Riese gerade nicht essen will. Bienennest hinterm. Okay. Ja, dann lass einfach abhauen. Okay. Und hier musst du reinkommen dafür? Nee, starte einfach. Ich kann einfach rein. Okay, dann. Zack! Jetzt bin ich jetzt immer noch der Faulste? Ich hab das Schiff gestartet. Kann der Riese... Au, er hat mich. Oh, was? War der Riese mit hier drauf? Ja, scheinbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ist Zombie am Ende noch gestorben? Der Riese hat sich einen Zombie to go gegönnt. Ich bin trotzdem der Faulste! Ich hab doch sogar eine Kiste nach Hause geholt! Johnny, du warst wieder der Faulste! Wie? Fühlt es sich an? Wonach geht das? Oh Gott, ich glaube mein Spiel. Johnny, das geht nach gelaufenen Metern. Warum lauft ihr denn so viel? Warum läufst du so wenig? Habt ihr da einen Grund für? Ich lauf gar nicht so wenig. Okay, kein Walkie-Talkie mehr und noch eine Taschenlampe, das ist in Ordnung. Okay. Hier, kannst du meins nehmen. Oh. Ja, scheinbar ist der Riese einfach die Gegenstände mit. Wenn man die nicht droppt. Der frisst die einfach, die essen alles. Ja, also ich habe kein Airhorn gefunden. Aber bei mir. Keine Tröte. Ich glaube, ich müsste mal das Spiel neu starten. Warum? Wenn die Zeit geht weiter, ne? Ja, ich habe manchmal immer solche Aufhänger zwischendurch. Das ist, wenn das so richtig passive. Das können wir nächste Folge machen.
Okay. Wann ist denn nicht schon nächste Folge eigentlich? So langsam? Eigentlich langsam schon, ne? Wo ist der Mori? Das ist doch jetzt der letzte Tag, oder nicht? Wir haben noch einen Tag und haben gerade $50 hier im Schiff liegen, also verkacken wir auch gleich einfach. War ein guter Run. Okay, let's go. Okay. Immerhin haben wir den Kasten. Wir landen wieder hier. Der war Teamwork. Wir wollten gerade die Tür im Becher öffnen. Gelaufen, nicht so sicher. Da stand mildes Wetter, aber extremer Regen. Holy shit, wieso fliegen wir so komisch? Bienen! Oh, Bienen! Was? Zur Seite. Aber die und ich höre auch instant Bienen. Achso, sie haben Bienen gesagt, nicht Minen. Ich dachte, da liegen Minen. Jungs, ich bleibe im Schiff. Ich habe euch im Auge. Das ist Bienennest, denke ich mal. Das ist jetzt mein neuer Job. Dann wird man aber doch auch zu 100% der laziest Employee dann im Endeffekt, oder? Weil ich glaube, ich kann von hier ein paar Sachen machen. Ich weiß die Befehle nicht alle. Aber was ich weiß ist, man kann jetzt hier Scannen eingeben. 18 Objekte haben wir. Okay. Auf der Map gibt es... Ach du Scheiße. 18 Objekte und 1730 im Wert. Das ist unsere Einheit nicht. Ich weiß nicht, was wir für eine Währung haben. Doch, die Bienen sind aber ein bisschen nervig. Das ist so viel, Johnny. Okay, also da ist gar nichts drin. Ihr könnt den kompletten Weg zurückgehen. Und wenn ihr jetzt gegenüber von... Das ist wahrscheinlich der Eingang. Nee, wenn ihr reinkommt, rechts. Da drüben, kommt man da irgendwie rüber? Ja, da ist ein Schatz auf jeden Fall schon mal. Genau vor dir. Gott, dieser Bildschirm sollte besser aussehen. Kann ich dich sogar... ja, ansonsten, ich sehe keine Monster. Ich weiß nicht, was die grünen Dinger da sind. Oh, das ist eine Tür. Ist da so eine Tür? Ich glaube, die kann ich öffnen von hier. Wollen wir das mal ausprobieren? Ah, die ist schon offen. Okay. Ja, weiß ich doch nicht. Die Qualität hier ist super scheiße. Wie kommt man denn da rein? Hier, da wo die Sackgasse ist, ist anscheinend noch ein Schatz hinter der Wand irgendwie. Das verstehe ich nicht ganz. Sind das Türen, die ich öffnen kann? Sind das Minen, die ich deaktivieren kann? Zufällig? Du kannst hier wohl hier stehende Tür aufmachen, Johnny. H5. Was? H5 eintippen, Johnny. Danke. Easy. Gerne. Ach du Scheiße, ist hell. U9 öffnen? Nein, Spectate. Kann man nicht. Man kann doch irgendwie. Danke. Och nee. Oh, Scheiße, was ist passiert? Was ist passiert? Die dummen Bienen. Ich glaube, man konnte irgendwie dieses Bild auf den Monitor bekommen und der sieht dann auch schöner aus. Aber da müsste ich ja den Spieler für eingeben. Ich habe mich schon von der Gruppe getrennt. Da ist ein Schatz. Direkt jetzt rechts. Zombie neben dir. Hier was? Ja, hier liegt was. Hier sollte was sein irgendwie. Vielleicht unten im Haus. Wie heißt das? Treppenhaus. Also auf jeden Fall nicht hier. Aber ich glaube, ich habe es verwechselt. Ich glaube, es war einer von euch. Da liegt was, hinter dem Schrank. Was, ein Schrank? Wie kann ich denn den Spieler switchen? So. Das Problem ist, hier sieht man nichts. Das bin ich. Ha. Ja, ich bin auch nicht so gut darin. Weil, hatte ich nicht eben eine ganz andere Sicht? Da, bevor... Fully, dreh mal um, geh noch mal in den Raum, wo du eben warst.
Oh, jetzt geht da jemand hin. V0 aufmachen. Maeve, dreh dich um. Da hinter dir ist, da ist irgendwo ein Schatz. Also jetzt hinter diesem Schrank rechts, nicht links. V0. Ich sehe nichts, Johnny. Ich glaube, vielleicht ist das auf einer anderen Etage. Es ist sehr irritierend irgendwie. Ich bitte ein weiteres Mal darum, V0 zu öffnen. Ich krieg das nicht hin. Irgendwie V0 macht nichts. Das ist ein Mund. Hat's geklappt? Ist aufgegangen. Ich muss doch Open eingeben. Ich dachte, okay. Also genau hinter Maeve ist irgendwie, wird noch was angezeigt, aber ich kann es auch nicht sehen. Ja, hier gibt's ja nichts zu tun. Ist das auf einer anderen Höhe, als ich denke? Weil ich habe nicht ganz den Durchblick, was genau mir das alles sagen soll. Mach mal K9 einfach auch trotzdem nur. Ja. Irgendwas ist mit K9 wohl jetzt passiert. Was auch immer das ist. Die sind wahrscheinlich auf anderen Ebenen manchmal, ohne dass ich das weiß, ne? Das ist das Bienennest. Was es mir hier so schwer macht. Sagt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, rauszukommen oder so. Warte, wieso höre ich die eigentlich nie miteinander reden? Hören die, ja, die sind die ganze Zeit zusammen unterwegs, ne? Deswegen reden die eigentlich mit niemandem außer mit mir, wenn sie funken. Wenn ihr da jetzt rüberspringt, ist da der Ausgang, links. Danke, Johnny. Also, vielleicht wusste ich das schon, aber muss ja irgendwas machen. Yeah! Haben Stuff rausgebracht. Nice. Da ist ja doch noch was. Na, beim Eingang links ist doch noch was in dem einen Raum. Falls jemand wieder reingeht. Sollen wir so den Hintereingang? Da weiß ich leider nichts drüber. Das Schiff kann ich ja auch. Zum Schiff kann ich sie auch lenken. Ich denke mal, die Schätze, die draußen rumliegen, brauche ich denen nicht durchgeben, oder? Ist das da unten ein Pfeil Richtung Schiff oder so? Auf dem Bildschirm? Ich bin mir unsicher, wo das hinzeigt. Ja! Ihr seid da, ich höre euch schon. Yeah! Willkommen zu Hause, Björn! Willkommen. Oh nein! Wieso hast du die Bienen mit reingebracht? Das gibt's doch nicht! Ah! Das kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht, weil ich zu Hause bleib, sterben. Junge, wenn ich derjenige wäre, der stirbt, weil ich, obwohl ich in Van bleibe, ne? Das wäre unfassbar, wäre das. Ich hab jetzt die Tür einfach zugemacht. Ist das okay so? Jungs, wir können die aufmachen. 88 ist es wert. Soll ich die weglocken? Du lockst die weg, okay, ja. So was, die Tür aufmachen, ne? Ich hab Moggy im Blick. Oh Gott, die Bienen, ey. Moggy, kitet gerade. Oh fuck, ich glaube, da ist noch mehr bei ihm. Nee, doch nicht. Ich glaube, so mit. Das war meine Ehre. Oh. Ich mach Meta-Strategien. Ist Moggy tot? Moggy ist, glaube ich, gerade. Nee, hab ich gerade gehört. Ja, aber er hat sich verabschiedet. Wir haben ihn zwar gehört, aber ich glaube, das war's. Okay, ich kann noch das zweite Bienen. Oh, wie laut. Holen. Aber wo ist er denn? Ist er neben dem Schiff verreckt? Ich glaube ja. Ich hab dich, Moggy! Ich hab ihn! Sehr gut! Ach, wollen wir starten? Wir haben auf unserem Geländer, haben wir noch Dingens. Bienennest. Ja, genau, das wollen wir, sobald wir losfliegen. Okay, ach so, okay, gehen okay. Wir nochmal hin. Sobald wir losfliegen. Sobald das ist schon ein bisschen spät, oder? Wir können losfliegen, dann hole ich das sofort. Okay, dann hol's. Jo. Let's go! Gute Arbeit, Moggy.
Ja, das, Oh, die landen dann da, wenn man losfliegt, dann bleiben die Bienen zurück. Was war das? Und das Nest wird hochgehoben und dann kann man sich holen, genau. Oh, nice. Ja, sind halt einfach zu langsam. Wären die mal Raumschiffe oder so? Ey, das ist gar nicht so, also das macht sogar Spaß. Also ich kann euch empfehlen, auch mal im Schiff zu bleiben. Ich glaube, Maeve wäre gut darin. This is employee. Das ist schon gut geöffnet. Sustain most injuries? Wie hast du das geschafft? Ich? Ja. Von den Bienen. Zurück. Die Bienen haben mich gerade echt viel gestochen. Das war meine dein Heldentat eigentlich. Umsonst. Ja. Ich respektiere es. Company. Wir haben die Bienen dafür. Das sieht gut aus, sieht lecker aus, würde ich reinbeißen. Ey, dass wir noch nichts von diesen Gegenständen gefunden haben. Ja, ich bin sogar auf dem Marsch gelandet, ne? Ah, wir haben nicht. Das kann's auch sein. Mann, wir brauchen 264 und wir haben 294. Ja, easy. Wir haben gewonnen. Wir können weitermachen. Da die Folge beenden. Stark. Wir sind keine Loser. Außer vielleicht Johnny. Außer die funktioniert nicht. Du kannst falsch erzählt. Warum? Ich war gerade so richtig wichtig, die Runde, Fully. Ich hab mich nützlich gefühlt, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ich glaube, der Zettel. Irgendwas ist hier noch 3 wert. Ist hier ein Schlüssel oder so? Ich pack den Zettel. Ja, ein Schlüssel ist normalerweise 3 wert, oder? Ich sterb jetzt, oder? Ich hab den Zettel reingelegt. Alle gucken. Irgendjemand muss jetzt gefressen werden. Ich mach nicht die Regeln. Nein, man wird nicht gefressen. Wegen dem Klatschen, dass du so provozierst. Hast du geklingelt? Ja, okay. Er ist weg. Geld. Ich will eine Überweisung. Yeah! 291. Ja, du kannst gleich shoppen gehen, wenn du möchtest. Jetzt oder auf dem nächsten Planeten? Okay, wir beenden die Folge beim nächsten Planeten. Klingt gut. Genau. Okay. Jungs, okay. Wir sind ja nicht gut, pleite gegangen. Ich habe nicht eine Runde überlebt. Ich schon. Ich habe die Runde. Ich wäre sogar in der Runde fast gestorben, wo ich im Van geblieben bin. Ja, lief gut. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.